Dank, dass ich hier heute eingeladen wurde, um ein bisschen was über das Thema, ja, sowohl Flow zu erzählen, als auch, ja, wie kann ich eigentlich das meiste aus mir rausholen, wie kann ich wirklich im Arbeitsalltag zu Höchstleistungen kommen. Eine Sache, die für im Startup ganz, ganz wichtig ist, wenn man viel voranbringen möchte und eigentlich erfolgreich sein möchte. Etwas, womit wir uns ganz, ganz viel beschäftigen, was eigentlich so das Lieblingsthema bei ganz vielen Startup-Gründern ist und die sich eigentlich jeden Tag damit beschäftigen, hey, wie können wir hier sowohl das ganze Team als auch sich selbst ja, noch optimieren und wie kann ich noch mehr aus mir rausholen. Kurz zu mir, ich bin vor 3,5 Jahren hier nach Tirol gekommen. Ich habe damals im dualen Studium meinen Mitgründer, meinen heutigen Mitgründer kennengelernt, der kommt von hier. Und der hatte damals die verrückte Idee, okay, wir wollen hier ein Karrierenetzwerk für die Hotellerie und Gastro bauen, das gibt's noch nicht. Hast du nicht Bock mitzumachen? Und ich habe gesagt, ja, kein Bock mehr auf Corporate, kein Bock mehr. Wir waren bei BP damals, Erdölfirma, haben gesagt, nee, kein Bock mehr darauf, lass uns doch was Eigenes gründen. Ja, und so sind wir eigentlich mit sehr wenig Plan, aber sehr viel Motivation gestartet. Ja, haben gesagt, hey, da ist eine Branche, die braucht Hilfe, da können wir wirklich was erreichen. Und ja, sind mittlerweile damit seit 3,5 Jahren am Start. Haben hier in der Werkstätte Wattens eben draußen bei Swarovski ein Team von mittlerweile knapp 30 Leuten. Und ja, sind bis jetzt damit relativ erfolgreich, sage ich mal. Und das Ganze geht noch weiter. Ja, aber dementsprechend habe ich mich in den letzten, ja, 3,5 Jahren sehr viel mit dem Thema natürlich auch auseinandergesetzt. Wie gesagt, das ist durchgehend Thema, wenn man mit anderen Gründern redet, anderen Leuten redet, hey, wie können wir eigentlich unsere Leistung noch optimieren und wie können wir als Team noch erfolgreicher werden. Und, Presenter will noch nicht, Moment, zack. So, und ja, gerade vor 2 Wochen war ich auch in Wien. Da haben sich so 150 Gründer getroffen aus ganz Europa von verschiedensten erfolgreichen Startups. Das organisiert war über einen von unseren Investoren. Und da habe ich ein ganz cooles Framework gesehen. Hey, wie kann man so ein Thema Leistung beschreiben und welche Blöcke kann man das so unterteilen? Und was man als erfolgreiches Startup sehr oft macht, ist, man kopiert was, adaptiert das für einen und setzt das dann um. Und genauso habe ich das ja auch gemacht. Und dieses Framework, was ich da gesehen habe, unterteilt eigentlich ja, Leistungen in 3 verschiedene Bereiche. Das ist einmal ja, Personal Structure, also die persönliche Struktur, die man sich für sich, fürs eigene Arbeiten findet. Dann die ganze organisationelle Struktur, also wie ist meine Organisation strukturiert, aber auch wie strukturiere ich eigentlich meine Umgebung. Und dann, wo die richtige, ja, sag ich mal, Magie eigentlich passiert, wo man am meisten rausholen kann, ist eigentlich das ganze Thema, was auf Englisch sich nennt State Management. Also wie manage eigentlich meinen eigenen Zustand, wie kann ich, und dementsprechend auch da kommt dann das ganze Thema Flow ins Spiel, wie kann ich eigentlich in so einen Flow kommen, wie kann ich wirklich produktiv werden. Ja, auf die einzelnen Themen werde ich jetzt mit ein paar Geschichten, was wir so erleben, eingehen. Das erste, das Basisthema ist immer die persönliche Arbeitsstruktur. Wenn man so startet, sich damit zu beschäftigen, okay, wie kann ich eigentlich mehr aus meinem Arbeitsalltag rausholen, wie kann ich selber produktiver werden, ist das immer so das erste Ding, wo man sich mit Themen beschäftigt, wie okay, Zeitmanagement, wie setze ich eigentlich meine wöchentlichen Ziele, wie mache ich mir Tasklisten und wie priorisiere ich eigentlich meine ganzen Aufgaben. Ja? Wir haben jetzt hier, glaube ich, wenn ich so in den Raum schaue, verschiedenste Stati an aktueller professioneller Berufserfahrung. Wenn man schon ein bisschen länger dabei ist, dann ist das Ganze schon sehr, sehr eingespielt und macht da mehr. Aber klar, wenn man auch jung startet, ist das so das Erste, womit man sich beschäftigt. Das ist auch ein Thema, ich weiß noch damals, als wir bei BP gestartet sind, wenn du ganz jung aus der Schule reinkommst, das Erste, was du jeden Tag gedrillt bekommst, ist wirklich, okay, wie strukturierst du dich selbst und wie managst du deine E-Mail-Inbox und wie das Ganze. Und ja, dadurch, dass wir das damals gelernt haben und damit dann ins Startup gegangen sind, war das auch so eins der ersten Feedbacks, das wir von Investoren bekommen haben, okay, hey, ihr arbeitet schon super strukturiert, ja, die Basis hier an Arbeitsmoral und Leistung ist schon mal da, wir würden gerne in euch investieren, ihr seid motiviert, ihr habt die Basis gelernt, und ja, darauf kann man aufbauen. Deswegen ist das auch immer so das Erste, wenn bei uns starten ja auch viele junge Studenten, Leute, die wenig Berufserfahrung haben oder gar keine Berufserfahrung. Und
ja, da haben wir festgestellt mittlerweile, die haben meistens noch nicht so eine persönliche Struktur und da müssen wir ganz viel erstmal daran arbeiten, dass man sich wirklich eine persönliche Struktur aufbaut, mit der man arbeiten kann. Jo, zweiter Teil des Ganzen. Und das ist jetzt ein Thema, was für uns natürlich aus Startup-Sicht, was allgemein aus Unternehmenssicht und aber auch wenn man alleine arbeitet, für einen sehr, sehr wichtig ist, wie gestalte ich eigentlich meine eigene Organisation beziehungsweise wie gestalte ich meine Umgebung. Ja? Und da gibt es verschiedenste Themen. Da geht es einerseits darum, okay, wie gestalte ich eigentlich das ganze Arbeitsumfeld, ja? Wie kreiere ich klare Verantwortlichkeiten und wie setze ich aber auch gemeinsame Ziele. Ja? Weil nur wenn jeder für sich selbst in einer Organisation ein klares Ziel hat oder wenn man selbst weiß, hey, was will ich heute erreichen, wo will ich eigentlich hin, dann kann man auch sehr, sehr produktiv arbeiten. Ich will auf zwei Punkte da gerne ein bisschen näher eingehen und euch ein, zwei Storys dazu geben, was wir erlebt haben. Wir sind am Anfang zu dritt gestartet und wenn man zu dritt startet, ja, dann ist man sehr nah beieinander, weiß sehr genau, wie die anderen Personen so agieren und alle haben so ein gemeinsames Ziel. Ja, da geht man immer in die gleiche Richtung, ist dadurch super produktiv, jeder bringt jeden Tag was voran, man muss sich nicht viel abstimmen und alle wissen genau, wo es eigentlich hingehen soll. Ja, mittlerweile sieht das Ganze so aus. Wir haben 30 Leute, alle gehen in die verschiedenste Richtung und unsere Aufgabe ist es natürlich zu schauen, okay, dass wir möglichst viel Alignment, wie man das so schön auf Englisch nennt, herstellen, dass wir möglichst viele Leute haben, die in die gleiche Richtung arbeiten. Ja? Sprich, wir versuchen uns immer wieder von denen hier wegzubewegen und immer mehr in den Anfangszustand wieder zurückzukommen. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn wir 30, wenn wir 100 Leute sind, ist es noch wichtiger, dass alle halbwegs in die gleiche Richtung ziehen. Weil wenn das nicht klappt, dann werden die Leute sehr, sehr unzufrieden, weil nichts tut sich mehr, alle machen irgendwas anderes, niemand weiß Bescheid. Und ja, das ist ein Thema, was wir sehr festgestellt haben. Wenn jemand von euch mal ein eigenes Startup gründet oder selber Führungsverantwortung im Team irgendwann übernimmt, sehr, sehr wichtig zu schauen, dass man wirklich alle Leute, das gesamte Team auf eine Richtung, auf ein Ziel einschwört und eine gemeinsame Vision eigentlich hat. Ja? Wir reden auch gerade im Startup-Feld immer sehr oft über das Thema Vision und das ist natürlich wichtig, dass man da was für alle bietet, wo auch jeder genau weiß, wie kann er dazu beitragen. Jo, zweites Thema, ein Thema, was wir festgestellt haben, was einen großen Einfluss haben kann, womit wir uns vorher nie auseinandergesetzt haben, ist eigentlich so das ganze Thema Umgebungsgestaltung. Ja? Das ist jetzt speziell auf den Arbeits- und Büroalltag angewendet. Und zwar, wie gestalte ich das eigene Büro? Uns war es am Anfang immer vollkommen egal. Ja, Hauptsache, es sieht gut aus, war eh ein cooler Standort, muss gut aussehen, alle sollen sich wohlfühlen, dann passt das schon. So sieht unser Büro aktuell aus, das kann man jetzt von hinten vielleicht nicht sehen. Ja, leider mussten wir feststellen, es sieht super aus, wenn alle Leute reinkommen, sind immer gesagt, boah, mega, echt cool. Leider hat es ein paar funktionelle Probleme momentan. Der ganze Raum ist sehr hoch, es ist sehr laut, dadurch haben wir sehr große akustische Belastung. Und außerdem ist überall Glas, sprich man sieht die ganze Zeit, was in den anderen Büros passiert. Ja? Und das ist natürlich ein Ding, wenn du eigentlich fokussiert arbeiten möchtest und die ganze Zeit aber siehst, dass da hinten Leute längs laufen, irgendwas passiert, irgendwas explodiert oder keine Ahnung. ja, die ganze Zeit kommen Leute rein, ist natürlich ein bisschen schwieriger. Und deswegen... ja, ist unser neues Büro gerade im Bau. Ich habe gerade ein Bild gestern mal gemacht. Ihr seht hier schon ganz viele so Schallschutzwände liegen. Das neue Büro, was wir jetzt bekommen ab November, wir haben den Architekten nur eins gesagt, ist und eigentlich soll auch gut aussehen, ist uns aber nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, dass die Akustik passt und dass man nicht alles sehen kann. Und ja, das ist was uns jetzt sehr, sehr wichtig ist. Wir werden mal schauen, ob sie es hinbekommen. Aber glaube ich, eine Sache, ja, die man von dieser Story mitnehmen kann, ist wirklich, dass man sich immer, wenn man irgendwo arbeiten geht, sich Gedanken dazu macht, hey, habe ich für die Aufgabe, die ich machen möchte, hier ein geeignetes Arbeitsumfeld? Ja, also wenn ich was sehr, sehr Fokussiertes machen möchte, habe ich hier ein Umfeld, wo ich wenig gestört werde. Und wenn ich vielleicht was
sehr kollaboratives, kreatives machen möchte, suche ich mir vielleicht lieber ein Umfeld, wo viel los ist, wo ich viele Eindrücke bekomme und wo ich einfach selber auf neue Ideen komme. Ja? Das ist was ganz, ganz wichtig ist und wo man natürlich wieder aus Verantwortungssicht sagen muss, okay, wie kann ich das Arbeitsumfeld für alle, die bei uns arbeiten, am besten gestalten. Jo, aber natürlich ist auch jeder dafür selbst verantwortlich. Ja, jetzt das dritte Thema und das ist das Thema, wo ich am meisten heute drauf eingehen werde, weil das eigentlich das ist, wo man aus meiner Sicht das meiste rausholen kann, wenn die Basics mal passen. Ja, sicherlich haben sich einige von dem, was ich jetzt bis jetzt erzählt habe, schon immerhin ein bisschen mal beschäftigt. Und das hier sind so die Themen. Also es geht über Meditation, Schlaf, Ernährung, mache ich regelmäßig Exercise, bis hin zu, okay, wie komme ich eigentlich in den Flow-Zustand. Ja? Also wie manage ich eigentlich meinen eigenen Zustand, sodass ich aus dem Tag am meisten rausholen kann und für das, was ich an Zielen habe, das meiste bewirken kann. Wie kann ich da am meisten Leistung aus mir rausholen? Ich werde wieder, weil diese Themen natürlich, da ist jetzt eine Wissenschaft, ja, da kann ich du kannst über jedes Thema jetzt 2 Stunden reden. Ich habe mir 2 Sachen rausgesucht, die ich am wichtigsten fand. Das eine ist so das ganze Thema Energy Management. Ja, wenn man sich sein Energielevel anschaut über den Tag, man startet erstmal hier, ich starte tendenziell noch weiter unten, aber es geht dann nach dem ersten Kaffee auf jeden Fall stark bergauf, dann bist du vormittags sehr, sehr fit, dann kommt so der Mittagsdip und dann geht es nochmal hoch über Nachmittag und irgendwann fällt das Ganze natürlich sehr, sehr ab. Wenn du jetzt im Investmentbanking arbeitest, nimmst du noch eine Pille und dann geht es nochmal hoch und dann geht es wieder runter. Man kann das Ganze noch ein bisschen ausbauen, aber eigentlich hat man diese 2 Dips. Man kann das, wie gesagt, mit verschiedensten Substanzen sich nochmal hochpushen, aber es ist natürlich nicht langfristig machbar, durchgehend oben zu sein. Ja, was nehmen wir daraus mit? Ich habe hier mal so einen Tagesalltag eingeblendet. Wenn man sich jetzt überlegt, okay, wir machen hier Calls, dann irgendwas Fokussiertes, dann gibt es einen Lunch, dann wieder Calls, wieder was Fokussiertes und hier legen wir unser Strategy Meeting, ist das natürlich nicht so optimal. Also wenn man hier, wir haben oft festgestellt, am Anfang haben wir unsere Strategie Meetings immer spät gemacht, also immer abends, so 18 bis 21 Uhr oder so. Und da ist natürlich bei allen die Energy schon mittlerweile hier angekommen. Und wenn du dann die wichtigsten Sachen, so strategische Entscheidungen oder so, an einem Zeitpunkt des Tages entscheidest, wo eigentlich die Hälfte der Leute schon voll im Arsch sind, ist es natürlich kritisch. Und von daher, das Wichtigste, was man daraus eigentlich mittlerweile mitnehmen kann, ist, okay, dass man schaut, dass man sich die Aufgaben, die für einen wirklich wichtig sind, die den höchsten Impact, also den höchsten Einfluss auf deine Produktivität haben, dass man sich die wirklich in Zeiträume legt, wo man auch wirklich produktiv sein kann und wo das Energielevel noch wirklich hoch ist. So, zeitmäßig gut. Nice. So, jetzt kommen wir zum Thema Flow. Flow, vielleicht um es kurz zu beschreiben, ist ja ein Begriff, der Anfang der 2000er entstanden ist. Es geht darum, oder wenn man den Flow-Zustand beschreibt, als Mensch hat man ja nur so eine gewisse Kapazität des Bewusstseins. Ja? Sprich, ein Großteil des, was das Gehirn macht, ist im Unterbewusstsein und nur ein kleiner Teil der aktiven Aufgaben, die man gerade im Kopf hat, sind so im eigenen Bewusstsein. Und der Flow-Zustand ist eigentlich was beschreibt, dass wenn man das Gesamte, was man im Bewusstsein hat, nur noch auf eine Aufgabe ausrichtet und dadurch eigentlich alles andere vergisst, ja, weil du hast nur begrenzte Kapazität, du hast nur begrenzt viel Arbeitsspeicher quasi und wenn der komplett mit einer Aufgabe ausgelastet ist, vergisst man eigentlich alles andere, vergisst man die Zeit, vergisst man alles, was um einen rum passiert und das ist eigentlich das, was man so als Flow-Zustand bezeichnet und wo viele nachstreben, wo man viel sagt, hey, ich möchte eigentlich öfter in den Flow kommen, um hier wirklich Dinge voranzubringen, weil das eigentlich so der Zustand ist, wo man dann am produktivsten auch ist. Ja, und ohne das Ganze zu wissenschaftlich zu betrachten, habe ich mir jetzt mal überlegt, wie ist das eigentlich bei uns? Wie sehen wir das so? Und habe eigentlich hier 3 Dinge aufgeschrieben, die aus meiner Sicht dazu nötig sind, um in den Flow zu kommen. Ja,
Das erste ist, keine externen Distractions. Das ist was ganz, ganz Wichtiges, was ich gerade schon erzählt habe. Man muss natürlich seine Umgebung so gestalten, dass man nicht zu viele Auswirkungen von außen hat, dass man nicht zu viel abgelenkt wird. Ja? Externe Ablenkung kann ganz verschiedenes sein. Ich erlebe es immer wieder, wie gesagt, am Anfang, wir sind zu dritt gestartet, da war es noch klein, da hat man nicht so oft miteinander geredet. Mittlerweile sind wir 30 und es kommen halt durchgehend Leute zu mir und fragen irgendwelche Fragen. Ja, meine Produktivität ist natürlich dadurch komplett abgesackt für eigene Aufgaben, die ich machen möchte. Und wenn ich jetzt mal eigene Aufgaben machen möchte, suche ich mir irgendwo ein anderes Zimmer oder gehe irgendwo hin, wo mich möglichst keiner anspricht, weil du ansonsten natürlich immer wieder abgelenkt wirst und nicht dazu kommst, eine eigene Aufgabe mal fertig zu machen, wenn du es gerade möchtest. Und so gilt das natürlich für alle Dinge, wenn man sagt, man möchte wirklich in den Flow kommen und etwas konzentriert machen, sollte man sich im Normalfall ein Umfeld suchen, wo man jetzt nicht abgelenkt wird. Ja? Muss nicht mal sein, dass da gar nichts passiert, wenn man sagt, hey, das ist so ein konstantes Rauschen im Hintergrund, da gewöhnt man sich dran. Aber es sollte eben was sein, wo man keine Ablenkung mehr erfährt. Dann, zweites Thema, no internal distractions, also keine internen Ablenkungen. Das ist, glaube ich, das allerschwierigste Thema, weil man heutzutage, man hat so viele Informationen, die man tagtäglich reinbekommt und so viele verschiedene Aufgaben, an denen man arbeiten kann, dass man gar nicht weiß, mit welchen Aufgaben man zuerst anfangen möchte. Und Multitasking ist halt ein wirklicher Produktivitätskiller. Wenn du die ganze Zeit versuchst, 2, 3 oder 4 Dinger gleichzeitig zu machen, machst du halt nichts mehr richtig, ja, und du bringst eigentlich immer weniger voran und wirst auf die einzelne Aufgabe immer unproduktiver. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass man eine Arbeitsweise findet, wo man sich wirklich auf einzelne Sachen fokussieren kann. Und das gilt genauso auch fürs Privatleben, ja. Wenn du jetzt zur Arbeit kommst und aber Stress in deinem Privatleben hast, dann bist du viel, viel unproduktiver auf der Arbeit. Wir sehen das ganz, ganz oft bei Leuten. Sobald jemand unzufrieden ist, im Privatleben irgendwie Stress hat, dann ist das natürlich die ganze Zeit bei dir im Hinterkopf und du kannst auch auf der Arbeit viel, viel weniger in den Flow kommen. Ja? Weil du die ganze Zeit noch im Hinterkopf hast, das muss ich noch machen oder da habe ich noch Stress mit jemandem. Und dadurch reduziert sich eigentlich deine ganze Leistung. Und je mehr du es eigentlich schaffst, ein Umfeld dir zu gestalten, ein Privatleben dir zu gestalten und ein Arbeitsleben dir zu gestalten, wo du eine ganz klare Aufgabe hast und dich nicht um zu viele Sachen kümmern musst, desto öfter schaffst du es eigentlich in den Flow rein. Ja, leider kann man sowohl externe Ablenkungen und interne Ablenkungen nie komplett abschalten. Ja? Also es wird immer irgendwas geben, oh, ich könnte noch das aufräumen oder keine Ahnung, den habe ich ewig nicht mehr angerufen, ich könnte noch den anrufen. Man wird immer irgendwas finden, was man noch tun könnte, wo man sich selbst noch eine Ablenkung schaffen kann. Deswegen brauchst du, um in den Flow zu kommen, noch eine dritte Komponente. Und die wäre da Excitement. Sprich, man muss sich eine Aufgabe suchen, die einen wirklich positiv anregt. Ja? Wenn man Flow googelt, kommt oft so das Thema, okay, du musst dir eine Aufgabe suchen, die sowohl challenging für dich ist, aber wo auch sowohl deine Skills dazu passen. Ja? Bedeutet, es muss was sein, was dich eigentlich anregt, was für dich eine Challenge ist, weil wenn es für dich zu langweilig ist, wirst du nicht in den Flow kommen, weil es dich dann nicht begeistert. Ja? Also man muss sich wirklich, und deswegen wurde ich auch aufgeschrieben, wo heute auf den Schildern, bei welchen Tätigkeiten kommst du in den Flow, und ich denke, viele von euch werden Sachen aufgeschrieben haben, wo man selber eigentlich excited ist, ja, weil das ist wirklich, wenn man Aufgaben hat, wo man selbst überzeugt ist, wenn man was tut, was man wirklich liebt, wo man Spaß dran hat, da ist es natürlich am einfachsten, die ganzen Ablenkungen wirklich auszuschalten und wirklich in diesen Flow-Zustand zu kommen. Und das sehen wir auch bei uns wieder jetzt aus der Startup-Sicht. Sobald wir Leute daran arbeiten, an einem Thema arbeiten lassen, wo sie Bock drauf haben, desto produktiver werden die und desto öfter können die sich wirklich auf das konzentrieren, was wichtig ist für die. Aber
Und jetzt kommt noch ein zweiter Punkt, wo ich sage, es muss nicht nur was Excitendes sein, man kann auch anders in den Flow-Zustand kommen. Und das ist, wenn man unbedingt etwas erreichen möchte. Ich habe es hier mal Will to Succeed genannt, also Willensstärke. Es ist oft auch der Fall, dass man sagt, okay, ich habe hier eine Tätigkeit, die macht mir eigentlich keinen Spaß, aber weil ich unbedingt dieses Ziel erreichen möchte, gebe ich hier Vollgas und komme auch in den Flow. Kann sowas sein, weiß ich nicht, man muss irgendwas abarbeiten, ja, und man schiebt das eigentlich den ganzen Tag auf, aber man hat es, wenn man sagt, hey, ich will das heute unbedingt erreichen, gibt es auf einmal abends so diesen Moment, wo man auf einmal in einer Stunde sagt, man arbeitet alles ab und dann kommt man wirklich so in den Flow rein und arbeitet auf einmal in der kürzesten Zeit das Ganze ab. Zum Beispiel, ich habe dieses Jahr meine Masterarbeit geschrieben, ich hasse Masterarbeiten, ich hasse allgemein wissenschaftliche Arbeiten. Also es macht mir wirklich gar keinen Spaß. Aber weil ich das unbedingt fertig machen wollte, gab es so kurz, das ist meistens dann gegen Ende der Deadline oder was auch immer, gab es auf einmal so den Moment, die letzten zwei, drei Tage, wo du dachtest, okay, fuck, ich muss das unbedingt schaffen. Und obwohl es eine Aufgabe war, die mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat, habe ich es trotzdem geschafft, in diesen Flow-Zustand zu kommen, einfach weil der Wille so stark war, dieses Ziel zu erreichen. Und das ist, glaube ich, wirklich die dritte Komponente. Entweder man findet was, was einem mega viel Spaß macht, oder man hat eine Aufgabe, die macht vielleicht nicht so viel Spaß, aber man möchte das unbedingt erreichen. Und wenn man da einen starken Willen hat und voll motiviert ist, kann man das auch erreichen. Das ist, glaube ich, was Wichtiges, was man auch fürs Startup-Leben oder allgemein fürs Arbeitsleben mitnehmen kann. Wenn man das unbedingt erreichen möchte, wenn ihr richtig Bock drauf habt, dieses Ziel zu erreichen, dann kann man, selbst wenn man Aufgaben hat, die manchmal nicht so viel Spaß machen, kann man auch da in den Flow-Zustand kommen und seine Leistung erhöhen. Ja, das wäre es eigentlich so gewesen. Ich habe hier nochmal die ganze Tabelle aufgemacht. Was, denke ich, was man sich wirklich mitnehmen kann, ist, dass wenn man in den Flow-Zustand kommen möchte und das vor allem regelmäßig machen möchte, müssen natürlich ganz, ganz viele andere Dinge stimmen. Ja, und da spielen ganz, ganz viele, diese ganze Pyramide hier, alles, was ich so erzählt habe, spielt natürlich darauf ein, wie ist deine Umgebung, wie strukturierst du dich persönlich. Und nur wenn da viele Dinge zusammenkommen, kann man auch am Ende in diesen Flow-Zustand kommen und kann wirklich richtig produktiv sein. Danke.